schauen zu Leonie von Randow vom Kanzleramt. Leonie, der Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat jetzt gesagt, dass er zumindest nicht an Neuwahlen glaubt. Ich zitiere ihn mal, so blöd ist der Scholz nicht. Wie meint er denn das? Das muss man erklären. Schönen guten Morgen. Ja, diese Aussage, die lässt schon wirklich aufhorchen, denn ich glaube, man lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, fast niemand kommt aktuell zu dieser Einschätzung, dass die Ampel tatsächlich weitermachen könnte. Worauf stützt Sigmar Gabriel, der Ex-SPD-Parteichef, diese Einschätzung? Naja, er sagt, am Ende haben eigentlich alle viel zu große Angst vor Neuwahlen, insbesondere natürlich auch Kanzler Olaf Scholz, denn man muss sagen, die SPD, die steht in Umfragen derzeit bei 16%. Das heißt, der Kanzler braucht die noch verbleibenden knapp 11 Monate bis zur planmäßigen nächsten Bundestagswahl im September 2025, insbesondere auch, wenn er in Sachen Wirtschaft noch eine echte Wende hinbekommen möchte. Jetzt muss man allerdings sagen, das ist schon innerhalb der SPD, wie wir eben im Beitrag auch gehört haben, eher eine Einzelmeinung. Es gibt einfach so viele Punkte, wo man sehr, sehr weit auseinander liegt. Stichwort Lieferkettengesetz, das ja der FDP-Chef Christian Lindner gerne streichen würde. Aber auch ganz viele andere Punkte, Tariftreue beispielsweise und der genannte Klima- und Transformationsfonds, der den Grünen so wichtig ist. Es gibt aber durchaus auch ein, zwei Punkte, wo man vielleicht zueinander finden könnte. Vor allen Dingen beim Stichwort Bürokratie. Das hat auch der SPD-Chef Lars Klingbeil schon angedeutet, dass man da bereit wäre, einen Schritt auf die FDP zuzugehen. Aber einfach wird das alles definitiv nicht. Leonie, man fragt sich auch ein bisschen, was verspricht sich denn die FDP bzw. was verspricht sich Christian Lindner von diesem Grundsatzpapier, das ja nun durchaus auch als Provokation bzw. sogar als Scheidungsurkunde verstanden werden könnte? Die FDP hat zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr viel zu verlieren. Also wenn man mal zurückdenkt, die FDP ist, seit sie in die Ampel eingetreten ist, aus verschiedenen Landtagen geflogen, aus Landesregierungen geflogen. Also sie steht auch seit Monaten, bei drei oder vier Prozent in Umfragen. Das heißt, sie ist in einem desolaten Zustand und kann deshalb jetzt so ein bisschen die Flucht nach vorne wagen. Im besten Fall aus FDP-Perspektive läuft es dann so, dass man die beiden Koalitionspartner doch dazu bringen kann, große Teile dieses Grundsatzpapiers mitzugehen, damit eine echte Wirtschaftswende im Sinne der FDP gelingen kann. Stand jetzt eher unwahrscheinlich, aber trotzdem nicht unmöglich. Oder aber die Ampel platzt zwar tatsächlich, aber dann gewinnt man zumindest ein bisschen Glaubwürdigkeit zurück, weil man bei seinen Prinzipien bleibt. Und außerdem ist es natürlich auch so, dass die Ampel eine der unbeliebtesten Regierungen ist, die wir hier in Deutschland je hatten. Und die FDP spekuliert so ein Stück weit darauf, dass sie quasi als Retterin dann wahrgenommen werden würde, wenn sie quasi Deutschland von dieser Ampel befreit. Also das Kalkül steckt da durchaus dahinter, dass dann am Ende vielleicht doch wieder mehr Menschen am Ende bei Neuwahlen ihr Kreuzchen bei der FDP machen würden. Leonie, für den Moment recht vielen Dank.